Oder warte, ich habe eine andere Idee. Obwohl, nee, warte, das Ding ist ja. Ist ein bisschen schwieriger. Hier steht das Wasser. Hier muss ein Damm hin. Und hier ist der Zaun. Und hier ist dann ein direkter Weg. Dass wenn ich den Damm aus Cobblestone-Treppen mache, würde das eigentlich gar nicht so doll auffallen. Dann würde ich den Damm einfach durchgehen aus Cobblestone-Treppen machen und halt dann einfach da, wo dann die Anschlüsse sind zu den Cobblestone-Wegen direkt. Weil hier, wo ihr Wasser hinkommt, lasse ich mal den Stein. Ist, denke ich, eine ganz gute Orientierung. Ja, ich glaube, so mache ich das. Das klingt für mich könnte gut aussehen. So. Hier. Hier geht's weiter. Aua. Jetzt habe ich gerade einen Nerv in meinen Zähnen getroffen. Das tat unangenehm. Das war schmerzhaft. Das ist so etwa der Schmerz. Ich meine, kennen bestimmt alle. Es ist so ein richtig schöner, heißer Sommertag. Und ihr wollt ein Eis essen und beißt auf einmal schön genüsslich in das kalte Eis und deine Zähne mockern so. Aua, das ist verdammt kalt. Genau dieser Schmerz war das gerade. Das ist. Dieser Kälte-Dings bei Zähnen, dieser Kälteschock ist mit einer der schlimmsten Sachen. Das ist übrigens lustigerweise auch eine Methode, wie Zahnärzte feststellen, dass deine Zähne noch leben. Also ich hatte mal einen Zahnarzt, der hatte das Ganze mit Zitronensäure getestet. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich so zum Nachhinein bedenke, ist das natürlich sehr intelligent, festzustellen mit Zitronensäure, ob die Zähne noch leben, weil ich meine, man sichert sich seine Kundschaft nachhaltig, wenn man mit der Zitronensäure erstmal schön den Zahnschmelz wegätzt. Und mein aktueller Zahnarzt, mit dem ich sehr zufrieden bin, der macht das Ganze mit Trockeneis. Also er hat da so schön flüssigen Stickstoff, badet dann darin in so ein, ja, wie nennt man das? Diese Watte Knollen, die so ein bisschen. Ja, solche Zahnarzt-Tampons, so. So. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine gerade. Tut den dann so in flüssigen Stickstoff. Und das ist dann halt einfach nur in erster Linie saumäßig kalt. Und das, damit kann man dann auch feststellen. Sobald es nämlich dann kalt wird, sagt man, ah, es war kalt. Dann gehen die dann wieder runter. Und dann so, ja, der Zahn lebt noch. Ist das nicht toll? Das ist eine sehr viel humanere Methode, das festzustellen, als, ach Gott, die Schafe droppen jetzt hier noch Wolle, so, als mit Zitronensäure. Das ist humaner. Es ist gesünder für die Zähne, denke ich mal. Ich meine, ich habe es ja auch gemerkt, dass ich mal eine Zeit lang ein paar Zitronen wirklich gegessen habe. Ja, man kann Zitronen essen. Und ja, es ist genauso sauer, wie es sich jetzt vermutlich für euch gerade anhört. Aber es geht. Und wenn es richtig schön reif ist, ist es auch sogar ein bisschen süß. Aber das hat nach einem Monat haben sich meine Zähne gemeldet und haben gemeint, nee, das lässt du bitte bleiben. Und ja. Es ist halt Zitronensäure, ne? So. Jetzt muss ich natürlich übrigens darüber hinaus hoffen, dass erstens die Treppen reichen. Und zweitens, ich keine einzige Treppe fehle, weil ich keine Spitzhacke dabei habe. Hallo Kuh. Das ist sehr beruhigend, dass das so aussieht. Du meine Güte.
Okay, und hier habe ich schon mal gefällt. Hier müsste eigentlich. Lass mal schnell mit der Hand weg. Hier müsste eigentlich noch ein solider Block hin. Weil hier damit Slabs der Zaun angeschlossen werden muss. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie beunruhigt mich diese Textur der Treppen. Das ist so. Ich nenne es jetzt mal schwarz. Da drüben ist das zum Beispiel irgendwie gar nicht. Also echt jetzt, was ist das? Und warum sieht das so aus? Ja gut, das hat schon mal gut funktioniert. Wir brauchen etwas mehr. Aber darüber hinaus kann ich dann hier schon mal die Dingens einsetzen. Warum funktionieren die Treppentexturen hier, aber da drüben nicht? Das beunruhigt mich wirklich etwas, weil das ja hässlich aussieht noch. 3, 4, ich mache jetzt einfach mal noch einen Stack Treppen, auch wenn ich die nie und immer benötige dafür. Außerdem brauche ich noch 4, 5, 6 davon. Können jetzt natürlich hier den Kies reinhauen. Was ich sogar gemacht habe. Faszinierend, nicht? Gut, und dann haben wir noch genug Cobblestone dafür. Ja, haben wir noch irgendwo noch eine Steinspitzhacke oder sowas? Nur eine Eisenspitzhacke. Ja gut, dann hoffe ich einfach, dass ich mich wieder nicht verbaue. Was wahrscheinlich nicht klappt. So. Dann ist hier das für die Treppen. Ja, ohne Witz, was ist das denn, dass das hier so hässlich aussieht? Ich muss das aber mit einem Block probieren, den ich auch wieder abbauen kann. Das ist hässlich. Das ist verdammt hässlich so. Vielleicht kann es jemand nachvollziehen, aber ich will das irgendwie so nicht da haben. Weil es hässlich ist. Na gut, hier muss dann das eh anders gemacht werden. Ich muss die Kurve etwas anders ansetzen. Ich jetzt hier vor, also hier muss ja der Zaun dann hin. Oder so. Dementsprechend muss ich da eigentlich auch die Grasnaht anpassen. Dem Ganzen hier. So, aber ich habe eh eine Schaufel dabei. Oh, gut. War eh halb so wild jetzt. 3. So. Perfekt. Gut, jetzt haben wir noch die letzte Steinschaufel. Mal schauen, ob die bis da hinten hin jetzt reicht. Bin sehr gespannt. Dahingehend. Oh Gott, jetzt wird es aber sehr schnell dunkel. Okay, hier geht es jetzt schlagartig wieder runter. Au.
Na geil. Wo bin ich? Man sieht halt nichts. Hier drüben muss ich. So. Das ist echt umwerfen. Dann schauen wir mal, ob das großartig. Was hilft. So. Eine Schaufel ist wirklich vorher schon verbraucht. Echt jetzt? Ist die Haltbarkeit dieses Steinzeugs so niedrig? Dann kann es auch über zwei Stacks abbauen. Okay, aber nur knapp. Da ist anscheinend genau 2,5 Stacks lang. Das wäre mit den Treppen nicht so gut aufgegangen. So. Dann machen wir das. Dann kann ich mir das eigentlich eh schon super einteilen. Aber jetzt nicht mehr, denn es gibt Essen und dann bin ich, darf ich natürlich nicht fehlen. Deswegen, bis später. So. Toll. War es schon dunkel, als ich runtergegangen bin? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt wieder da. So. Gut. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Außer. Oh, vielleicht sind die tollen Lichtbugs jetzt weg. Nein. Ohne Witz, was ist das? Das sieht ja grauenvoll aus. Also wirklich. Umwerfend. Warum habe ich eigentlich keine Spitzhacke dabei? Na, ich sollte vielleicht da hinten noch. Also, das ist nun wirklich echt schlimm. Warum ist das so? Ich meine, hier vorne haben wir das Problem auch nicht. Ja, vielleicht mit Neustart vom Spiel oder halt. Das wird bestimmt irgendwie noch gefixt werden, aber durch irgendwas, was, wo ich jetzt partout nicht drauf komme, ist es sicherlich machbar, dass das gewissermaßen repariert wird. Dass es wieder schön aussieht. Weil dieser schwarze Strich ist schon irgendwie verdammt hässlich. Oh, das wird jetzt sehr lang dauern hier, das wieder wegzumachen. Das nächste, was ich jetzt allerdings herausfinde, gerade in diesem Moment, ist die Tatsache, dass ich den Bär, für den Fall, dass ich den Zaun hier jetzt, da, wo jetzt das Gras drauf ist, dahin stelle, ich irgendwie mal so viel, viel zu wenig, Gras, also viel zu wenig vom Gelände weggemacht habe, als dass da Tiere reinhüpfen werden. Vermutlich. Auch wenn die wohl eher, sagen wir mal, ungünstig reinfallen, aber de facto werden sie wahrscheinlich landen im Feld. Und das ist eigentlich etwas, was ich definitiv verhindern will. Boah, das war eine. Ups. Punktlandung. So. Ich habe
mein Limo ja gar nicht zugeschraubt. Das steht hier.